So. Test, Test, Test. Jo, ich würde sagen, Hallöchen, ihr Lieben. Lasst mich euch begrüßen, ihr Süßen. Folgendermaßen. Und zwar herzlich willkommen zu einem Let's Play Dayland. Ihr habt so ein bisschen Bock auf das Spiel, beziehungsweise habt es schon mal durchgespielt. Die meisten kennen das Spiel schon. Auch aus dem Let's Test raus. Es wurde sich im Stream zumindest von den Zuschauern ein bisschen gewünscht. Vom Let's Test her jetzt nicht unbedingt. Weil einfach die Kommentarsektion so ein bisschen fehlt. Von daher, jo. Qualität hört sich mal ein bisschen anders an, weil ich ein ganz anderes Mikrofon und alles genommen habe. Und deswegen wollen wir mal gucken, wie sich das alles so anhört. Vor allem nehme ich auch ein anderes Aufnahmetool. Aber das sollte kein Problem sein. So, Dayland kann losgehen. Ich gebe euch einen kleinen Teaser. Und zwar, damit ihr so einen kleinen Vergleich habt, was läuft und was nicht. Das bedeutet sozusagen so viel wie, ich zeige euch mal, wie ich bin hier mit dem Spielstand komplett fertig. Ja, ihr habt auch die Steam Achievements alle fertig. Das bedeutet, ich habe alles freigeschaltet. Hier überall 100% und so weiter und so fort. Ich habe hier verschiedene Bäume, Kirschbäume, neue, andere, also halt andere Bäume, zwei verschiedene Bärensträucher. Das sind Eichen, das sind Pinien. Hier nochmal gleich im Busch. Hier gibt es dann noch Hühner und so weiter und so fort. Blumentöpfe, wir können Blumen pflanzen und so weiter und so fort. Und Felder schon alle ausgewertet. Ich habe Rezepte, habe ich alle, sage ich von vornherein. Was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Ich habe auch in der Wikipedia danach geguckt, ob man das irgendwie freischalten kann oder nicht. Nein, in der Wiki gibt es nur 11 oder 12. Ja? Hier, ich glaube hier drei Reihen, 15 gibt es. 15 von diesen Rezepten. Aus irgendeinem Gründen hat das finale Spiel, also ich habe 17 Rezepte und ich habe zu diesen Dingsbums einfach keine Informationen gefunden. Und die Piratenflagge, die gab es auch nicht. So, Küche hier alles frei, Labor alles frei und so weiter und so fort. Und ja, das Problem allerdings, warum ich euch das kurz zeige, ist einfach mal, um auf Video einen kleinen, hier habe ich auch noch einen kleinen Wald gebaut, weil er einfach stinklangweilig war. So sieht der Planet jetzt aus. Und wir werden natürlich fürs Let's Play neu anfangen. Komplett neu. Der Timer steht. Wunderbar. Das Problem ist, dann wird automatisch auch der Spielstand überschrieben. Bist du sicher, wenn du fortfährst, werden all deine Fortschritte gelöscht und du musst von vorne anfangen? Ja, bin ich. Deswegen, wie gesagt, ich wollte nur noch mal gucken, was ich da so alles gemacht und erreicht hatte. Hat Spaß gemacht. Bei den Kommentaren wollten ja schon längst irgendwelche Leute da Ideen eingebracht haben. Aber das wollten ja eigentlich alle gestern nach dem Stream machen. Ist gar nichts passiert. Von daher fangen wir mal von vorne an und genießen Dayland. Was mich an dem Spiel fasziniert, was ich liebe. Übrigens, der Spielstand, den wir gesehen haben, war der letzte Testspielstand. Wir fliegen also durch den Weltraum und landen auf einem kleinen Planeten. Ja, ich finde es gut, dass wir sanft abgesetzt werden. Und es lädt. Ja, so sind wir. Dieses Spiel verwendet eine automatisch gespeicherte Funktion. Eine Funktion zum automatischen Speichern oder, naja, speichert automatisch, ist egal. Ja, wir müssen beginnen. Wie man sieht, habe ich hier auch einen ganz anderen Dingsbums. Ein neuer Tag beginnt. Es gibt viel zu tun. Zuerst sammle ich einige Bären von den Sträuchern am See. Neue Mission. Sammel zwei Bären. Wir spielen den kleinen Jungen. Die Pfeile zeigen uns immer, wo halt was zu finden ist. Mit Y können wir den Planeten so ein bisschen, wie heißt's? Na, steuern, auch das Klima mit dem rechten Stick.
Und ist eigentlich ganz cool. Ich hätte vielleicht, ja gut, ich benutze Shadowplay gerade und nicht OBS, sonst hätte ich euch vielleicht das Control Overlay reinsetzen können. Ja, wie man sieht, ist der normalerweise relativ kahl. Die kleinen Steine werde ich auch noch später alle abbauen. Und das ist unser Zuhause. Wir haben eine Schmiede mit noch nichts freigeschaltet. Wir können schlafen. So, die werden wir später auch brauchen. Das ist eigentlich immer ganz gut, ein wenig ressourcensparend zu fungieren. Das bedeutet, wenn wir später irgendwann Holz abbauen sollten, sollten wir auch dementsprechend auch ein bisschen planen, dass wir auch genug, wie heißt, dass wir auch genug Dingsbums haben. So, hier sieht man, die brauchen ungefähr 5 Minuten, bis sie wieder da sind. So, ich habe nun ein paar sammeln können. Ich komme an einer mal wieder, um mehr zu holen. Verzeiht das Deutsch. Ich glaube, das wurde mit Google Translator einfach nur so schnell übersetzt. Habe ich so manchmal das Gefühl. Und ja, naja, Achtung, Sternpatrouille, Moon hier und auch Aufklärungsmission. Ich bin im Moment auf einem seltsamen kleinen Planeten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Er scheint unbewohnt zu sein. Ja, Mission, wir müssen mit der Moon sprechen. Hier oben sieht man auch unser Inventar, Materialien, Besonderes und unser Status. Hält sich alles um Grenzen. Wir kriegen permanent Besuch von irgendwelchen Leuten. Der orangene Pfeil zeigt die Moon an. Der graue Pfeil oben zeigt unser Haus an. Das kennen wir ja noch aus dem Let's Test. Von daher. Hallo! Oh, hallo! Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich dachte, hier wohnt niemand. Ich lebe alleine hier. Ich heiße Arco. Ich bin Moon, Entdeckerin der Sternpatrouille. Ich bin zum ersten Mal auf diesem Planeten. Er heißt Dayland. Dayland. Er erscheint nicht auf dem Radar. Es ist fast, als sei er aus dem Nichts aufgetaucht. Ah, ich sehe, du hast dich hier niedergelassen. Du scheinst ein sehr praktischer Junge zu sein. Ich bin mir sicher, dass du Dayland zu einem angenehmen, sehr angenehmen Wohnort machen wirst. Ich helfe dir. Zuerst musst du Obst und Gemüse anpflanzen und ernten, damit du keinen Hunger leiden musst. Das ist eine tolle Idee. Ich hatte schon immer satt, immer nur wilde Beeren zu essen. Schau, ich zeige dir, wie man eine Hacke herstellt. Melde dich bei mir, wenn du fertig bist. Hast ein neues Rezept erhalten. Neue Mission. Wunderbar. Noch ist sie ein bisschen hier, um uns ein bisschen zu helfen. Wir können jetzt die Hacke bauen. Dazu brauchen wir Stein und Holz. Das gibt uns die Moon aktuell. Und hier sind unsere drei Felder. Stufe 1. Ja, und mit der Hacke können wir natürlich diese kleinen Steine aus dem Weg räumen. Dann sind sie weg. Das passt mir eigentlich ganz gut. Dann habe ich nicht so viel Gerümpel hier rumfliegen. Moon, ich habe eine Hacke hergestellt. Toll, wie ich sehe, bist du sehr geschickt. In der Nähe der Ebene, wo du dein Zelt hast, sieht das Land fruchtbar aus. Hier, pflanze die Karottensamen dort an. Vielen Dank, ich komme bald zurück. Alles klar, wir haben jetzt Karotten von der bekommen. Können wir natürlich essen oder anpflanzen, aber natürlich wollen wir die anpflanzen, dass wir mehrere von denen haben können. Also das bedeutet, hier musst du die Hacke in der Hand halten. Wenn du die Hacke in der Hand hältst, kannst du hier ein paar Sachen ernten. Woher ich den Weizen habe, weiß ich auch nicht. Erstmal die Karotte. Jetzt kann ich mit der Hacke allerlei Samen auf dem Planeten pflanzen. Ich suche einen Ort in Wassernähe, um zwei Pinienkerne zu pflanzen. Okay. Ich muss einen weiteren Brunnen bauen, damit ich mehr Land bewirtschaften kann. Okay, wir müssen, glaube ich, pro Land einen Brunnen bauen. Soweit kommen wir aber später noch. Genau, mit der Hacke können wir jetzt hier die zwei Pinienkerne einsetzen. Mache ich mal hier hin. Ja, das ist ganz gut. Das können wir natürlich auch mit Beerenbüschen machen. Gut gemacht. Super. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die Bäume wachsen, um mehr Samen zu bekommen. Alles klar, das ist doch wunderbar. Ich würde gerne hier noch einen Beerenbusch hinsetzen. Hier so an Rand. Ja. Wunderbar. Dann haben wir auch wieder ein paar Beeren. Dann kann ich nämlich die zwei Beerenbüsche hier weghauen später, weil die mir ein bisschen auf die Nerven gehen dort. Ich würde sagen, ich mache das so wie in meinem normalen Spielstand, dass hier in diesem Teich, um den Teich herum, pflanze ich immer ganz gerne so ein paar Bäume, die ich jetzt nicht als Holz oder nicht als Ressourcenmaterialien benutze, sondern einfach nur um Saatgut zu erhalten. Und von daher passt das mir eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Dann ist nämlich die Oase hier so ein bisschen hübsch gemacht, wie man auf einem großen, wie man auf dem letzten Spielstand gesehen hat, der jetzt komplett weg ist. Und hier kann ich dann einfach sagen, okay, alles was hier in dieser Wasserquelle, in der Nähe von dieser Wasserquelle ist, wird einfach weggehauen. Ich muss mal ganz kurz das Mikrofon ein bisschen rumsetzen. Ich habe das Anklipsmikrofon genommen. Ich hoffe, das ist einigermaßen in Ordnung. So, hier habe ich nämlich mal auf die Couch gefläzt. So, Moon, wir sind fertig. Ich habe die Samen gepflanzt. Jetzt muss ich nur warten, bis sie geerntet werden können. Super.
Gut gemacht. Viele landwirtschaftliche Erzeugnisse sind essbar und helfen dir, keinen Hunger zu leiden. Moon, ich möchte lernen, wie man Dinge herstellt. Natürlich, in diesem Fall wäre es gut, wenn du einen eigenen Hammer hättest. Er ist sehr nützlich, um Steine zu brechen. Ich erkläre dir, wie es geht. Also, ich folge deiner Anleitung. So, wir haben ein neues Rezept. Wunderbar. Wir können jetzt einen Hammer herstellen. Holz und Steine haben wir noch. Wie viele Steine von dem Kram haben wir denn eigentlich? Oder gibt uns die Moon das immer automatisch? Nee, nicht wirklich. Jetzt habe ich einen Hammer. Gut gemacht. Mit der Zeit wirst du immer besser darin, Gebilde zu bauen. Schau, ich zeige dir, wie man ein Lagerfeuer baut. Das ist ganz einfach. Okay, aber ich habe nicht genug Holz. Das stimmt. Ich habe auch kein Holz mehr für dich übrig. Es sieht aus, als müssten wir einfach ein paar Bäume fällen. Das ist ein neues Rezept. Axt. Wunderbar. Die hat mir jetzt genug gegeben, um eine Axt zu hauen. Erstmal. Nein, ich habe nicht genug Steine. Okay. Am Anfang, die Geräte können ja alle Stufe 3 erreichen. Am Anfang müssen wir noch dreimal auf so einen Stein hauen. Dann die großen Steine, da können wir unendlich Steine rausholen. Alles andere ist halt mit einmal abbauen weg. Das frisst natürlich noch ordentlich Energie aktuell. Aber das kriegen wir hin. So, jetzt kann ich mir eine Axt bauen, dann ist die Moon auch gleich weg, glaube ich. Ja, wir haben eigentlich mittlerweile alles so mit den Schultertasten. Wie man sieht, spielen wir beim Xbox One Controller, können wir alles wechseln. Jetzt habe ich eine Axt. Super, aber vergiss nicht, das Gleichgewicht zwischen den Bäumen, die du pflanzt und den Bäumen, die du fällst, aufrechtzuerhalten. Hier, nimm ein paar extra Samen. Vielen Dank. Oh, super. Ich baue ein Lagerfeuer. So kannst du in kalten Nächten warm bleiben. Jetzt kannst du Materialien beschaffen. Mit dem Hammer brichst du Steine, mit der Axt erhältst du Holz. Danke, das kriege ich hin. Super. Muss mal gucken. Ja, die nehme ich. Ich denke mal, ich werde so zwei Bäume werde ich pflanzen. Man kann auch später noch einfacher Holz abfarmen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass ich mir das Spiel schon mal gegönnt habe. Und da kann ich nämlich einiges an Zeit sparen. Ah, die Musik ist schön. Die Musik ist entspannt. Das Spiel ist entspannt. Da hast du schon echt keine Probleme. Ich wähle den Hammer aus. Zwei Steine, vier Holz haben wir noch. Ich denke mal, das baue ich hier hin. Es ist fertig. Ich sollte es anzünden. Feuer machen. Wunderbar. Wow, man kann die Hitze spüren. Mal sich schön am Feuer zu sitzen. Mit der Fackel kannst du Feuer transportieren. Aber sei vorsichtig, Feuer kann sehr zerstörerisch sein. Oh, Feuer ist gefährlich, das werde ich nicht vergessen. Müssen wir uns Rezept erkunden wir den Planeten. Ich würde gerne sehen, ob es hier was Spannendes gibt. Auf dem Hügel ist ein Gebilde, komm, ich zeig's dir. Ja, am Feuer regeneriert sich unsere Energie. Kann ich schon eine Fackel bauen? Ja, super. Wunderbar. Zünde eine Fackel am Lagerfeuer an. Genau. Ah, die Macht des Feuers. Wunderbar. Aber brauchen wir nicht, weil wir können nämlich auch aus Versehen auch hier so Sachen abfackeln und dann, ja, stehst du blöd da. Oben rechts steht, dass wir ein Level aufsteigen können. Bessere dein Zelt aus und baue ein Haus mit der Werkstatt. Okay. Können wir jetzt zu unserem Haus gehen? Und dementsprechend, ja, das müssen wir der Moon zeigen. Hier, glaube ich. Dahin. Hier, das ist es. Moment mal. Laut meinen Daten handelt es sich hierbei um einen alten Altar, einen Kristallaltar. Wenn ich wieder im Basislager bin, suche ich nach weiteren Informationen. Schau mal, Moon, mein Anhänger leuchtet anders. Monster, mach dich bereit für einen Kampf. Neue Mission, besiege die Monster. Ja, hier werden wir auch ab und zu mal von Monster angegriffen. Die werden mit lilanen Pfeilen dargestellt. Aktuell sind die noch relativ klein. Oh, super, die Moon hilft uns. Ja, das Kampfsystem ist relativ simpel. Die lassen auch manchmal so Sachen fallen. Die sind eigentlich ganz nett. Wenn man es timet, kriegt man keinen Damage. So, wo ist der nächste? Da irgendwo, warte mal, wo hier? Da, okay. Jetzt die Frage, na, ich gehe einfach hier lang, komm, so groß der Planet nicht. So.
Das hast du gut gemacht. Vielleicht kann ich dich eines Tages auf meine Abenteuerreise mitnehmen. Toll, das wäre super, Moon. Ich muss jetzt gehen. Es war ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Danke für den Besuch. Kommst du wieder? Natürlich, kümmere dich währenddessen um Dalen und verteidigst gegen die Monster. Das werde ich tun. Guter Junge, bis zum nächsten Mal, Akko. Mach's gut, Moon. Tschüss. Bye, bye. So, wir haben jetzt ein bisschen Zeit für uns. Ja, wir kriegen immer so zwischendurch mal ein bisschen Besuch. Meine Energie regeneriert sich, wenn ich schlafe. Und von daher werde ich auch gleich pennen müssen. Ja, oben rechts der Hungerbalken zeigt an, wie viel Hunger wir haben. Deswegen esse ich mal eine Beere. Ah, die Moon hat mir noch ein bisschen Brot dagelassen. Du hast ein neues Gebilde freigeschaltet. Es wird bald regnen. Regenwasser hilft dem Brunnen und Nutzpflanzen schneller zu wachsen und Früchte zu tragen. Wenn ich einen Brunnen baue... Genau, aber dafür brauche ich noch Steine. Was cool ist, wir können den Regen hier mit dem rechten Stick steuern. Und ja, das hilft wirklich, das Zeug einfach schneller zu wachsen. Ich weiß gar nicht, wie der Indikator ist. So, was, wo regnet es denn? Da hier unten die Wolke. Genau, man muss aber aufpassen. Regen macht natürlich Feuer aus. Das jetzt hier, genau. Warte mal. Ich kann mit dem Brunnen, kann ich nämlich auch Wasser sammeln. Achso, das muss erst reinkommen. Oh nein, ich brauche 5 Steine. Was? Moment. Das hat eben irgendwie nicht ganz geklappt. Oh, was für ein Glück, ich habe Mineralien gefunden. Die werden wir auch später brauchen. Genau, den Brunnen stelle ich erstmal hier. Den kann ich ja immer noch absetzen. Und jetzt kann ich nämlich auch hier nochmal was sehen. Ich bin so erschöpft, muss mich ausruhen, meine Energie zurückgewinnen. Okay, ich habe den Regen jetzt verkackt, sonst wäre hier nämlich natürlich... hier. Können wir jetzt einen neuen Eimer herstellen. Und jetzt müssen wir uns erstmal so ein bisschen ausrüsten. Eimer braucht 4 Holz, okay. Erstmal schlafen, dass wir wieder Energie haben, sonst bringt das alles nichts. So, Ausdauer erhöht deine Lebenspunkte und veränderte Zustände. Beweglichkeit erhöht die Geschwindigkeit und die Abwehr von körperlichen Angriffen. Ich mache erstmal Beweglichkeit, ist vielleicht ganz gut. Ja, guck mal, der kleine Katzenmädchen. Ja, ich kenne die ja schon ein bisschen, die alle. Achso, ja stimmt, wir brauchen ja erst einen Eimer. So, kann ich eigentlich schon alle 3 Felder? Okay, die Moon ist jetzt wieder da. Jo, die wartet jetzt sozusagen eine halbe Minute im Orbit, bis wir ihr zeigen, wo sie landen kann. Und dann können wir mit der quatschen. Muss halt nur aufpassen, dass ich die auch ansprechen kann. Hey. Hi. Hallo Akko, wie geht's? Oh, ich kann sehen, dass es gut läuft. Die Sternpatrouille ist sehr an deinem kleinen Planeten interessiert. Der Supercomputer Weiß X hat mit der Verarbeitung der Daten begonnen, aber er braucht mehr Informationen. Deshalb möchte ich einen Sensor mitgebracht, um Daten über Dalen zu sammeln. Feuchtigkeit, Niederschlag, Wind. Der Sensor ist batteriebetrieben, aber du musst sicherstellen, dass er während der Messung nicht ausschaltet. Lass ihn bis zum nächsten Besuch laufen, damit wir gültige Daten sammeln können. Okay. Wenn die Batterie beinahe leer ist, ist ein Warnsignal zu hören. Da musst du schnell die Kurbel drehen. Beginne damit, Daten zu sammeln. Okay, das kennen wir ja schon. Der steht jetzt hier und ja, habe ich am letzten Test schon angezeigt. Einfach hier aufladen, dann ist er wieder bei 100%. Oben der Sensor ist bei 1%, die Batterie bei 100% oder 99%. Dann passt das. Kann ich eigentlich? Nee, ich brauche erst Holz dafür. Okay. Ich habe ja gesagt, die Pflanzen oder die... Bäume. Ja, Moon, dein Raumschiff steht jetzt gerade ein bisschen im Weg. Die Bäume. Ich warte jetzt, bis sie weg ist. Dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, jetzt geht es erstmal los. Wir brauchen am Anfang erstmal ein bisschen Holz. Aber das läuft. Das wird vor allem gleich schnell gehen. Ich zeig euch gleich mal, wie ich das meine.
Habe ich noch zwei Pinienkerne? Gut, dann hacke ich die erstmal ab. So. Das geht natürlich alles viel, viel schneller gleich. So, wir müssen jetzt erstmal den ganzen Kram hier pflanzen. Pinienkerne wieder. Wunderbar. So, der hier ist auch ready. Beeren sind auch bereit. Jo, erstmal mal ein Brot. Das gibt uns wesentlich mehr zu essen als irgendwelche Beeren. Sieht man auch hier ein bisschen. Das Brot gibt uns 20 Gesundheit und 25 Lebensmitteleinheiten, wie die Karotte, 10 Gesundheit, 20 Lebensmittel und die Beere 10, 10. Also von daher, sich nur von Beeren zu ernähren, ist auf Dauer ineffizient. Warte mal, Brunnen, da brauche ich noch Steine. Ich will nämlich gucken, ob ich alle drei Felder schon bestellen kann oder nicht. Was auch ganz gut ist, sind diese Pilze sammeln. Das ist eigentlich ganz gut. Das macht Sinn, weil man später daraus coole Sachen bauen in der Küche bauen kann, wenn man die dann freigeschaltet hat. Ah, ich muss bei meinem Kommentieren jetzt so ein bisschen aufpassen, weil ich mag das Spiel wirklich. Ich habe es echt gesuchtet. Allerdings möchte ich natürlich nicht hier das Spiel komplett spoilern. Von daher muss ich schon so ein bisschen aufpassen. So, okay, ich würde sagen, man kann... diese zwei Bärenbüsche weg. Ich muss auch gleich wieder pennen gehen, dass ich wieder Energie habe. Dann würde ich nämlich hier noch einen hinsetzen. Wunderbar. So, mache ich mal Feuer. Okay, warte mal, was? Ich muss einen weiteren Brunnen bauen, damit ich mehr bestellen kann. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Wo der Brunnen steht, ist eigentlich diesmal dann auch relativ wumpe. Den könnte ich eigentlich hier hinstellen. Hier hin. Müsste eigentlich gehen. Das müsste passen. Genau. Ja, Karotten passt eigentlich. Gut. Aktuell nehme ich... Warte mal, was greift uns denn da an? Wo ist das Monster? Die Musik zeigt uns halt, dass wir angegriffen werden. Wer ist das Monster? Okay, die sind gegen Hammer anfällig. Ja, wenn man das richtig timet, sind die relativ einfach. Das sind zwei Feinde oben rechts, sieht man. Von daher, ja, so damage-mäßig kannst du jetzt nicht groß, ist jetzt hier nicht großartig, ist nicht großartig spannend. Aber es macht trotzdem Spaß. Wir lassen auch manchmal Sachen fallen. Entweder Kristalle, die wir dann später brauchen, oder andere Sachen. So, dann will ich nochmal aufladen. Batterie ist bei 33%, jetzt sind wir wieder bei 100%. Wunderbar. Und jetzt kann ich auch die Karotten abernten. Wunderschön. Warte mal, Karotten, 4 Stück. Ja, mach ich erstmal die Karotten, weil Weizen brauchen wir jetzt noch nicht. Obwohl, ich könnte eigentlich... Okay, der ist müde. Muss ich mal gucken. Die Werkstatt zu bauen, brauche ich 10 Steine und 20 Holz. Das würde natürlich Sinn machen. Warte mal, 20 Holz, ne? 10 Steine. So, lass mich jetzt mal ganz kurz was gucken. Die zwei wachsen noch. Gut, dann würde ich erstmal sagen, lege ich es drauf an, dass ich Steine sammle. Und dann nehme ich erstmal diese kleinen hier. Dann ist nämlich auch aufgeräumt. Oh, Regen, super. Ja, muss ich aber erstmal ein bisschen entwickeln. Regen gilt für alles, wie man sieht. Ist auch eine Sache, die mir am Spiel gefällt, dass du hier die... Genau, da sieht man es.
wenn überall Wasser drüber wächst, fängt alles an schneller zu wachsen. Wesentlich schneller. Das gilt auch für Bäume und Sachen und alles, was man da pflanzt. Alles ist wunderbar, ist schön. Und ja, das Spiel hat mich eigentlich gefangen genommen, genau deswegen, weil wir hier alles so ein bisschen steuern können. Da ist die Regenwolke. Darf das Feuer nicht berühren, dann geht das nämlich aus. Gibt auch später, obwohl das ist nicht so tragisch. Gibt auch später eine Quest, wo wir halt mal sowas beschützen müssen. So ein Feuer. Das wird auch noch ganz lustig. Aber ich verrate zu viel. So, zwischendurch natürlich hier die Pinienkerne aufsammeln. Natürlich, wenn die freiwillig auf den Boden fallen, ist das ganz super. Wenn es regnet, könnte ich eigentlich alle Pinienkerne aufsammeln hier. Ich habe das schon mal getestet. Hat schon seinen Grund, wenn ich hier 5 oder 6 Bäume pflanze. Ich habe ja 2 Pinienkerne an unserer Oase hier oben gesetzt. Pinien. Von daher kann ich da mein Saatgut herholen. So, Nutzpflanzen sind fertig. Auf der anderen Seite würde ich aber gerne noch genug Steine haben, dass ich mein Haus zumindest fertig bauen kann. Und beim nächsten Mal eigentlich nur noch. Ui, wer ist das denn? Ja, mit dem Hammer dürfen wir nicht dran. Sonst will er nämlich gleich das Feld verbessern. Das brauchen wir natürlich nicht. So, ich werde gleich mit dem Typen sprechen. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß schon, wer es ist, aber offiziell wissen wir das noch nicht. So, Akko, du musst noch was essen. Dann nimm nur mal ein Brot. So, wann haben wen oder was haben wir dann hier? Schöner Planet. Hallo, wer bist du? Hallo, junger Mann. Ich bin Locke, ein Zauberer, der mit Zaubertränken handelt. Ein Zauberer. Ja, leider können Menschen Magie nicht direkt einsetzen. Also müssen wir uns mit der Essenz der Magie begnügen, die wir in Zaubertränken finden. Darauf spezialisiere ich mich und natürlich auf alte Bücher und Geschichten. Mir gefallen die bunten Flaschen. Du darfst schauen, aber nichts anfassen, es sei denn, du willst es kaufen. Ich habe kein Geld. Das macht nichts. Ich bin mir sicher, dass es viele interessante Dinge auf diesem Planeten gibt. Bring mir einfach alles, was du nicht brauchst. Schauen wir mal. Ich habe ein paar Sachen in meiner Tasche. Händle mit dem Zauberer. Wir können jetzt ein paar Sachen verkaufen. Unten links steht, dieser Käufer ist an Objekten interessiert und zahlt mehr als einige andere. Ja, oder deswegen macht es halt Sinn, dem immer das zu verkaufen, was wir halt finden. Das brauchen wir später. Deswegen zeige ich euch, was man so verkaufen kann. Die Dinger mit dem Stern immer an dem Händler verkaufen, der gibt euch ein paar Münzen extra. Das ist für den Anfang eigentlich ganz gut. Ein guter Handel, Kleiner. Ich habe einen Auftrag für dich. Wie du siehst, liebe ich es, meinen Weltraumballon mit hübschen Stoffen zu bedekorieren. Ich kaufe normalerweise neue Stoffmuster an jedem Ort, den ich besuche. Die Qualität des Stoffs hängt sehr von der Qualität der verwendeten Baumwolle ab. Ich schenke dir einige Samen und im Gegenzug hoffe ich, dass du mir ein Stück Qualitätsstoff liefern kannst. Oh, vielen Dank. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr Locke. Wunderbar. Gut, Stoff, neue Rezepte. Mal gucken, was wir von dem kaufen können. Halttrink, Glasflasche, Metall. Ich kaufe das mal. Ich glaube, das wird nämlich richtig schwierig. Du kannst es zwar auch farmen, aber das wird langwierig. Deswegen versuche ich einfach hier so viel. Ich versuche das Let's Play so kurz wie möglich zu halten, ohne dass man jetzt großartig, wie heißt, ohne dass man jetzt großartig hier rumeiert und irgendwie Dingsbums macht. Hier unten sieht man die Aufträge. Mu mit ihrem Dingsbums. Wir brauchen müssen unser Haus verbessern. Ah, ich dachte schon. Ja, der ist fast leer. Ich habe auch gedacht, erst als ich das zum ersten Mal gehört habe, was ist denn das für ein Mist? Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist der hier. Gut, jo, die Moon hat ihren
Sensor hier. Das ist soweit ganz gut. Wir haben den Locke kennengelernt. Oh, das ist super. Und ja, Pinienkerne, bis die fertig sind. Ich lasse die immer ganz gerne groß werden. Dann geben die nämlich am meisten Holz. Ich zeige euch dann gleich mal, warum ich das später noch... Ich werde das später nochmal anders da machen. Das bedeutet, ich werde nochmal woanders am Brunnen aufbauen, einen kleinen Wald reinsetzen und dann ein bisschen Holz abernten. Das geht wesentlich schneller, als würde man die einzeln abhacken. Aber das muss man natürlich auch noch erst später machen. So, aktuell können wir jetzt sonst selbst nicht viel machen. Weil wir noch nicht so weit sind, dass wir... Ja, Metall finden eigentlich ganz gut. Oben links sieht man, dass auf diesem Planeten 4 Pilze wachsen. Macht natürlich Sinn, diese abzuernten. Und von daher... Ja, wie gesagt, die Giftpilze, die mit... Diese Pilze selbst können wir nicht essen. Das ist natürlich doof. Aber die Giftpilze, für die zahlt uns der Locke ganz viel... Bezahlt uns der Locke ganz gut. Und von daher, diese zu sammeln, ist eigentlich nicht verkehrt. Ich muss auch gleich wieder schlafen gehen. Ist halt die Frage, sollte ich den Sensor nochmal aufziehen? Eigentlich nicht. So, wo ist der nächste Pilz? Den möchte ich natürlich noch mitnehmen. Habe ich den jetzt gefunden? Da, okay, beim Kristallaltar. Der Kristallaltar ist auf der anderen Seite vom Planeten. Hier nach links, okay. So, natürlich die Bären noch mitnehmen, das ist klar, natürlich. Saatgut ist immer gut. Ist da was runtergefallen? Nein, okay. So, so, hier muss noch ein Pilz sein. Pilz! Da ist er. Super. So, und der graue Pfeil, wie gesagt, zeigt uns immer zum Haus. Der dient uns als Orientierung, so einigermaßen. Ach Mist. Das ist natürlich jetzt doof. Jetzt kann man nicht schlafen und ich habe keine Energie. Wir werden halt permanent hier angegriffen. Na komm her, du Lümmel. Naja, wenigstens hinterlassen die ein paar Sachen. Und Erfahrung, super, dann muss ich nicht umsonst schlafen. Das hat vielleicht doch besser gepasst als gedacht. Ja, oben links sieht man, dass der Akku erschöpft ist. Wir müssen unbedingt was... Wir müssen unbedingt schlafen und noch was essen. Wunderbar, habe ich ja gerade gemacht. Super, wenn der Locke das nächste Mal vorbeikommt, können wir dem wieder diese zwei Fühler verkaufen. Die sind ganz gut. So, jetzt schlafen wir. Dann kriege ich noch ein bisschen, noch ein Level up. Und ich würde sagen, dann beende ich diesen Part. Mal erstmal Kraft. Kraft ist eigentlich ganz gut. Ich finde es cool. Ich finde die Karten toll. Die lernen wir alle kennen. Das sind alles Charaktere, die uns mit denen wir auch später zu tun haben werden. Sensor ist bei 100%. Das ist ganz gut. Was haben wir noch? Ja, genau, da war was. Brauchen 20 Holz. Davon habe ich 9. Wo ist mein Lagerfeuer? Ich zeige euch mal, wie das geht. Jetzt nehmen wir eine Fackel. Die ist unendlich, theoretisch. Auch Mist Moon, bitte. Na gut. Die Datensammlung ist beendet. Ich nehme sie nun mit, um sie im Supercomputer zu verarbeiten. Alles klar. Wunderbar. Ach Moon, wie muss ich die Fackel jetzt ausmachen? Mensch, Mensch, Mensch. Jo, wie gesagt, wenn die Bäume nah genug dran stehen, kannst du sie alle abfackeln. Und dann kannst du ordentlich Holz holen. Ich hab das ausgetestet, wie das geht. Das bedeutet, du kannst bis zu 7 Bäumen, wenn die nah beieinander stehen, auf diese Weise fällen, ohne dass das Holz sich auflöst. Weil das Holz bleibt nicht so lange, bis du es aufgesetzt hast, sondern das Holz löst sich nach einer Weile auf, also verpufft dann einfach, wenn du es nicht schnell genug aufsammelst. Und das habe ich getestet. 7 bis 8 Bäume, je nachdem wie sie stehen, ist am besten.
Und 9 bis 10 Bäume, das ist dann immer, da wirst du dann immer ein bisschen Holz verlieren. So, ich würde aber sagen, macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Ciao mit V und bis zum nächsten Part. Bis dahin, aktuell ist es halt so, da noch keiner beim Let's-Test oder so einen Kommentar gemacht hat, von wegen so nach dem Motto, gestaltet das Let's Play so, spiele ich es einfach und hab alles mit drin, auch Farming-Sachen. Punkt. Also bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.